Hallo, herzlich willkommen zur 146. Folge. Wir steuern ganz hart auf die 150 zu. Ja, ich werde mir hier erstmal das Schwein schnappen, beziehungsweise sein Schinken. Danke. So, in der letzten Folge hatten wir ja hier die Minecart-Strecke angefangen und hier soll ja dann so ein Glasüberbau entstehen. Dazu muss hier noch die Erde weg. Dann kommt dann eine Cobblestone-Wand hin. Das ziehen wir mal bis nach vorne durch. Wenn wir den Berg nicht sogar da ganz wegreißen. Zack, 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 zack. Zack, ups. Ja. Und dann soll ja da ein schönes Glasdach drauf. So. Zack. Okay. Na komm schon. Zack, zack, zack. So, und dann möchte ich eigentlich... Ja, nicht hier rosobrachial runterhüpfen, sondern... Da hinten muss noch ein Schönstein rein. Zack. So, dann haben wir hier 1, 2, 1, 3. Das sieht dann auch... Ja, doch, symmetrisch aus. Okay. So, habe ich hier noch... nö, habe ich hier nicht. Warum habe ich hier nicht? Ich habe jetzt eigentlich wenig Lust, den ganzen Dreck hier vorne weg zu schaufeln. Denn ich möchte ja eigentlich schon einen sauberen Abhang, eine saubere Kante haben, aus der ich dann mit der Minecart-Strecke rauskomme. Dazu müssen leider dann auch hier erstmal diese beiden Bäume dran glauben. Ach, das war schon nur einer, der wollte sich hier verzweigen. Schauen wir mal, wie tief der hier runter geht. Wow. Das ist ja doch einiges. So. Okay, der geht weg. So, und ich hole mir dann hier einfach schon mal etwas Glas. Da haben wir ja noch genug. Und da hatte ich ja was mitgenommen und hier in der Ritterhöhle, im Rittersaal abgelegt. Beziehungsweise oben in der Minecart-Station. Dann können wir die Strecke bauen. Ja, dickes Danke an Van Bergen. Ich war mit meinen News nochmal in seiner Show drin. Na, wer sie gesehen hat, als ich die Folge 143, nee, 144 veröffentlicht habe. Genau, also am Donnerstag, nee, Mittwoch, Entschuldigung, ganz durcheinander hier schon. Donnerstag, Mittwoch, den 17. ist er rausgekommen. Haben wir das Glas nicht hier, dann haben wir das Glas doch da unten. Ja, hat er ja schon erzählt, was ich hier vorhabe, ein bisschen zum 1000 Abonnenten-Special. Da, ja, Gottes Willen, jetzt habe ich ja selber den Faden verloren. Ist das denn die Possibility? So, 26 Glas werden nicht reichen. Wir hauen hier mal erstmal die Erde weg und dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Sehr schön, können wir uns für den Fall der Fälle noch weitere Schienen machen. Und wir hauen hier den Sand noch weg, dass wir da Glas haben. Das schmilzt dann hier schön, sehr schön. Und das Glas, was wir dabei haben, das können wir schon mal verbauen. Beziehungsweise, ich könnte ja hier oben so lange rumtun und die Fackeln anbringen an die Strecke. Dann bleibe ich nämlich hier in der Nähe. Unten der Ofen läuft weiter. Das ist der Vorteil dabei. Na, immer schön mitdenken. Das spart Arbeit. Hüppelhüpf. So, und dann nach der bewährten Methode. Zack, zack. Und hier 1, 2, zack, fangen wir mal da an. 1, 2, 3. Zack. 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 Muss man sich doch ein bisschen konzentrieren dabei, dass man immer den richtigen Rhythmus hat.
Ja, Van Bergen, wie gesagt, Folge 150 und 1000 Abonnenten Special werden ja doch erfreulicherweise zusammenfallen, so ziemlich jedenfalls, dass ich also beide Großereignisse in einem abfrühstücken kann und ihr könnt es euch sicherlich denken, beziehungsweise habt es schon gehört, dass ich mich also da nicht lumpen lassen werde. Es wird meine Welt wieder zum Download geben, es wird zur 150. Folge. Sprich, 22. August, na, wer mitzählen kann im Kalender, weiß, dass dann die 150. Folge fällig ist. Da wird es also die 150. Folge, wie gesagt, geben. Als Special natürlich in Überlänge. Und ich glaube, diesmal habe ich mir richtig was vorgenommen. dass ich nämlich einfach mal in einer Folge oder in einem Video versuche, so einen kompletten Überblick zu geben. Wo wir wann was gemacht haben, einen Überblick über die komplette Welt hier zu geben, die ich bis jetzt geschaffen habe. Muss ich mal sehen, ob was und wie ich das dann zusammenkriege. Damit eben alle, die nicht von Anfang an dabei waren, halt auch im Bilde sind, was es hier schon so alles gibt. Ich werde mir hier jetzt noch ein paar Fackeln machen. So. Das kann dann wieder beiseite. Und dann schauen wir mal, was das Glas macht. Hier in dem Ofen ist ja nichts drin. Machen wir dann gegenüber weiter. Ist jetzt hier ein bisschen hin und her. Ja, die ersten schlechten Welten habe ich schon bekommen. Dickes Danke dafür. Da ist ja auch noch was geplant. So, hier noch Glas. Federn brauchen wir nicht, die können wir hier dazu packen. Also das hier, graue Wolle. So, dann kann ich mir schon mal Cobblestone hinpacken. Denn dann kann ich nämlich auch gleich hier in der Nähe schon den ersten Pfeiler bauen. Das habe ich, glaube ich, so hingelegt, dass der. Kommt. Zack, 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 zack. 5. 2, 1. 2, zack, 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 zack. Da habe ich wieder mein Fundament und das wird jetzt hochgezogen. Erde hier habe, wird dann hier einfach auch gleich mal aufgefüllt. So die Lücken. Damit das auch anständig aussieht, das wäre dann schon die zweite Ebene. Zack, 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 zack. Ja, wie ich die Dinger baue, wisst ihr ja mittlerweile. So. So, dann die Fackeln hier außen ran. Und jetzt muss ich nur hoffen, dass ich die richtige Position hier getroffen habe mit der Basis, beziehungsweise dass ich mich verflümle, denn es wird so langsam. Kommen wir hier ran. Es war so lang. Es wird so langsam duster. Da kommt noch ein bisschen Erde rein und dann sind wir hier auch schon. Da können wir noch einen letzten hinpacken. So, zack, 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 zack. Wir schlafen mal oben in der Minecart-Station. Da ist es nämlich, glaube ich, sicherer, was das Schlafen angeht. Zack. Und ist es schon booster genug? Jawohl. Ja, wie gesagt, vielen Dank schon mal für die Welten, die ihr mir zugeschickt habt. Die werde ich mir also mal anschauen. Und ja, mal gucken, was man da machen kann. Einer hat auch schon richtig was dazu geschrieben. Fand ich sehr gut. Auch ein bisschen ein außergewöhnliches Problem, was du da mit deiner Welt hast. Das wird bestimmt interessant, sich da was einfallen zu lassen, beziehungsweise da eben
was zu finden. Jetzt habe ich hier schon das Glas dabei. Dann machen wir auf der anderen Seite weiter. Das heißt, ich renne mal hier lang. Ist jetzt natürlich wieder ziemlich viel hin und her. Aber ich bin ja ganz stolz auf mich, dass ich die letzte Folge, die 145, dass ich da mal unter einer halben Stunde geblieben bin. Kriege ich auch nicht immer hin. Ja. Wollen wir mal sehen. So, zack, da kommt's hin. Na komm schon, zack, 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 zack. Und dann geht's hier weiter. Na, zack, 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 zack. So. Das kann sich doch sehen lassen. So, dann bin ich hier noch 1, 2 weiter. Ja, das passt auch hierzu, dass ich das hier noch 2 weiter rausziehe. So. Ja, dann kommen wir mit dem Dach, mit dem Glas doch recht gut hin. Da eine Fackel hin, da eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Da eine Fackel hin. Sorry, ich trinke mal einen Schluck. So, dann wollte ich hier mal gucken. Hier haben wir doch noch den Ofen mit Schönstein gespickt. Beziehungsweise mit Cobblestone, der in Schönstein umgebraten werden soll. Södale, hübbeli hüpf, hobbeli hopf. Zack, 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 zack. Ach, hier haben wir auch das Dynamit. Genau, das ist ja schön. So, dann können wir hier nämlich gleich die nächste Schicht ansetzen. Kohle reicht da erstmal noch. Hier haben wir TNT, hier haben wir die Redstone-Fackeln. Und ihr ahnt, was ich hier schon wieder vorhabe. Na, ich will doch hier glatt nicht die Erde wegschaufeln, sondern wegsprengen. Bei Felsen kann ich das ja inzwischen ganz gut einschätzen, wie das ist mit dem Radius. Wie viel da wegfliegt bei Erde, muss ich mal noch ein bisschen gucken. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr kalkulieren. Etwas größerer Sicherheitsabstand. Und natürlich die Fackel richtig setzen, damit sie das TNT auch zündet. Das war doch mal schon wie beabsichtigt. Ist das schön. Hier haben wir auch eine richtig schöne Kante mit dem Schönstein. Das ist doch was, ne? So, dann müssen wir hier nur noch. Da setzen wir mal hier mit der Spitzhacke an. Setzen das da ein, hüpfen hier hoch und fire in the hole! Jo. So dachte ich mir das. Na, jetzt muss man hier mit der Schaufel nur noch ein bisschen nachkorrigieren. Und jo, das können wir doch hier. Ja, dann nehmen wir hier noch ein bisschen was weg. Ja, dann haben wir hier eine richtig schöne steile Klippe, wo keine Monster hochkommen können, wo ich also gleich einen Abgrund habe, um da gleich auf Höhe mit der Bahn zu gehen. So, jetzt hüpfen wir mal. Na, zack. Hier hoch. Denn hier muss auch noch ein bisschen was weg. Und dann setzen wir mal das Bild dahin. Und jo, haben wir ein bisschen was abgekriegt.
Macht aber nichts. So. So schnell geht das. Wie gesagt, mit der richtigen Methode Dynamit. Auf Creeper kann man dann sicher nicht so verlassen, ne? Die sprengen zwar auch, aber ob das dann so an der Stelle ist, die man haben will, na, wage ich zu bezweifeln. So. Machen wir hier noch ein bisschen Nacharbeit mit der Schaufel. Dann sind wir auch schon voll. Das heißt, ich sollte jetzt anfangen, hier den Schönstein zu verbauen. Dreckblock können wir aber mal weglassen. So. Na, brauche ich hier die Breite? Nee, ich brauche eigentlich nur die hier. So. Das kann jetzt nämlich hier nach vorne hin schmaler werden, dass sich das hier so zuzieht. Auf, zack, 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 drei. Den haben wir noch dabei. Haben wir auch hier einen dabei. Da käme dann also auch noch Glas hin. Jawohl, das kriegen wir. Jetzt haben wir hier auch die Ecke drin. So, den hier. Zack, ersetzen wir mal. Und dann geht es hier weiter. Zack, wird die nächste Lage hier hochgezogen. Dass die Felswand hier also wirklich unüberwindlich aufragt. Ein steiler, unfreundlicher. Ja, was auch immer. Fehlt mir noch glatt die Worte und jetzt müsste ich von oben sehen. Zack, 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 zack. Hier kommt also die Strecke raus. 1, 2, 1, 2, 3. Klasse, ich bin ja richtig gut. Warum hat mir das keiner gesagt? Was habe ich denn da für einen Mist gebaut? Ah ja, so einen Mist habe ich da gebaut. Und deswegen ist es ja nicht so, dass wir nicht genug Cobblestone hätten. Zack, 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 zack. Ups. Hüpf, hüpf. Na, hüpf. So. Muss auch noch einer rein. So. Na, jetzt. So, jetzt passt das Ganze doch. Na, da die Ecke. Zack, 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 zack. Das heißt, ah, da muss noch zack, Cobblestone hin. So, so, und dann kommt da drüber eben auch noch die letzte Ecke. Ach, Glas haben wir sogar parat hier. Zack. Ja. So, bang, 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 bang. Diese Unsymmetrie da lassen wir mal einfach so stehen. Da kümmern wir uns mal gar nicht drum. Und hier ein Tipp, um jetzt hier in die Lücke rein eine Kürbislaterne zu setzen. Das geht nicht direkt unter der Kürbislaterne, muss immer was drunter sein. Ja, in dem Fall setze ich also hier einen Block Erde. Reicht. Da rein und den da drunter kann ich jetzt weghauen und jetzt sitzt die Kürbislaterne da drin. So wie das angedacht war. So, hier müsste dann auch nochmal ein bisschen Schönstein in die Decke geklopft werden. Seien wir mal nicht sparsam mit dem Zeug. Dient ja schließlich auch der Stabilität, muss man ja sagen, ne? Ihr habt ja gesehen, was ich mit dem TNT gemacht habe. Ihr wisst, was ein Creeper anrichten kann. Deswegen hier Massivbau. Entschuldigung. Söderle. Na? Das sieht doch schon mal
Ja, ist vielleicht ein bisschen knirschiger, wenn ich im Minecart sitze. Müsste ich aber trotzdem durchkommen. Ach, und es wird schon wieder dunkel. Dann packen wir mal hier mal noch zack, 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 zack die Schienen hin und dann verziehen wir uns wieder ins Bettchen. Welches nehmen wir jetzt? Den Master Bedroom hatten wir, das Gruppenzimmer haben wir besichtigt. Schauen wir mal, das Zimmer für Ehepaare hatten wir schon. Und ich kümmere mich gleich nochmal um meine Stimme. Entschuldigung. So, es ist jetzt nicht am frühen Morgen, wenn ich aufnehme, sondern wir haben es jetzt 20 Uhr. Zurzeit, ach komm, wir pennen hier einfach mal im Gruppenzimmer. So. Ach. So, es ist wieder morgen. Wir können wieder an die Arbeit. Zack, 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 zack. Und ihr hört es hoffentlich. Mit meiner Stimme habe ich ein bisschen was getan. Hüpfen wir doch einfach mal hier runter. Beziehungsweise nicht. Ich will mir das mal von oben angucken. Deswegen gehen wir hier raus. Ja, mit dem Glas ist schön, schön nichts zu sehen. Das Ganze wirkt sehr luftig. Also luftdick, nicht luftdicht. No. So, hier baue ich mal einen Klotz Erde hin. Und da wäre eigentlich wieder besonderes Baumaterial angesagt. Wie schön, dass wir hier die Baumstämme dabei haben. Denn damit bauen wir also dann hier das Portal. Na, durch das wir reinkommen und da werden wir auch eine eine Kürbislaterne hinsetzen und da kommt dann natürlich die Trapdoor rein. So, dann mit der Bahnstrecke. Oh ja, schöner Abgrund ist das hier geworden. Gehen wir erstmal ein Stück hier raus und dann habe ich Platz. Zack, ich habe ja eh die Spitzhacke dabei. Können wir einfach mal so machen. Wie gesagt, immer einen drunter setzen. Dann kann man eine Kürbislaterne draufsetzen. Zack. Ja, Geisterbahn. Ich glaube, hier nehme ich mir aber noch ein bisschen die Decke weg. Das wird mir zu eng, wenn man da durchdonnert. Ja, da muss halt auch der dran glauben. Die Kürbislaterne muss wieder raus. Dass wir das hier ein Stück zurücksetzen. Zack, zack. Ja, und ich weiß, ach, der ganze Schönstein, den ich dahin geballert habe. Weint ihm keine Träne nach. Es ist schon wieder welcher im Ofen. Na? So, zack und zack, zack, zack. Ich weiß, hätte ich besser mit der Schaufel gemacht. Geht schneller. Aber so komme ich auch ganz gut voran. Das Tempo passt schon. So, hübbeli hüpf, hübbeli hüpf, hübbeli hüpf. Jetzt machen wir wieder den da. Packe ich mir da Cobblestone hin? Ich glaube, da packe ich mir Cobblestone hin da oben. Dann machen wir wieder den Trick mit der Erde, damit wir da. Entschuldigung, da die Kürbislaterne hinsetzen können. Uibu, spooky. Ja, jetzt sieht das besser aus, wenn man hier runter kantapert. So, ich hole mir mal noch Nachschub an Schönstein. Zack, gehen wir mal hier lang. Das war ja mal früher der Partykeller. Ja, einen Kühlkeller gibt es hier. Dann gibt es noch einen Lachkeller. Das ist jetzt hier der zweite Weg. Hier runter und schnubbeli, zack, rubbel die Katz. Einen Weinkeller gibt es hier auch noch. Taschentücher liegen unten. Ja. Da ist dann später einfach hier die Minecart-Strecke dazu gekommen. Hat sich ja hier alles entwickelt über die Zeit. So, zack, da sind schon wieder massenhaft Schönstein fertig. Na, kann man das nicht? Zack, zack, kann man das nicht? Schade. Also, ihr seht, ich muss den Schönstein hier verklopfen. Oder vielmehr verwenden. So,
Wenn Ressourcen nicht so das Problem sind, dann geht man einfach an viele Dinge anders heran. Das noch mal so nebenher gesagt. So, zack, 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 zack. Dann haben wir hier und Glas haben wir auch noch. Das macht sich nämlich sehr schön hier, hier und hier. Nee, nicht da. Da. Nein. Da. So. Jetzt muss ich aber, ja, hier Schönstein hinsetzen. Zack, zack. Und so. Jo, den Rest machen wir dann von oben. Hier eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Oder machen wir mal lieber hier jeweils einen von der Wand weg und hier ein Diagonal der Rösselsprung. Zack. Jo, sieht soweit gut aus. So, dann wollte ich ja da noch nach oben. Bum, 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 bum. Zack, 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 zack. Das ist jetzt hier immer noch eine ganz schöne Rennerei. Aber da kommt man halt nicht drum rum. So. Ihr kennt das ja sicherlich von eigenen Bauprojekten. Da ist man auch immer am Rumwuseln, dass man da immer an die richtige Ecke rankommt. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt können wir. Zwei Glas haben wir noch. Die setzen wir mal. Hey, das müsste ja hierüber eigentlich auch Glas sein. So viel haben wir aber nicht. Dann setzen wir hier doch einfach mal Holz ein. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und. Okay, wie gut. Autsch, dass wir die Axt dabei haben. Kloppen wir uns hier doch einfach mal ein Stück weg. So. Ja, ist doch schön, wenn alles da ist, wo man es braucht. Hüppeli hüpf und zack, das hat soweit was und zack und zack, da setzen wir noch eine Fackel rauf. Da fehlt noch Cobblestone. Ja, einiges an Cobblestone. Deswegen mache ich erstmal lieber hier weiter. Umrandung mit Cobblestone, denn auf der anderen Seite haben wir es ja auch in der Höhe. Und jetzt bin ich schon hier. Was fehlte denn da? Ach, hier so rum. Nee. Ach Mann. Hier hin. Dahin muss er mit Cobblestone. Jetzt habe ich da doch mit dem Glas Mist gemacht. Hier muss nämlich noch eins hin. Das kann man ja so nicht. Ne, wieso? Hier geht ja die Wand durch. Aber, nee. Sag mal, bin ich jetzt. Ach so, ich habe ja hier in der Ecke eine zusätzliche Reihe. Das können wir dann aber auch einfach mal so lassen. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann hübbeli hüpfen wir mal wieder zurück. Ja, und zwar zurück zu der Stelle, wo wir den ersten Pfeiler angefangen haben. Den werden wir jetzt fertig machen. So, hier können wir noch ein bisschen. Haben wir Erde dabei? Haben wir Erde dabei? Kürbislaternen werden wir nicht brauchen. Na, können wir das hier noch ein bisschen so schön machen, dass das hier ein bisschen auch nach was aussieht. Söderle, dann hier einmal die Kante abgegraben. Hier noch weg. Zack, zack. Zack, so und da kommt noch einer rein. Ja, dann kann man hier auch runter, ohne sich die Knochen zu brechen. Der hier kommt weg. Der kommt weg. Entschuldigung.
So, dann kommt hier. Zack, Schönstein rein. Und dann sieht das Ganze doch schon nach etwas aus. Ja, kann man doch so anbieten. Verkaufen vielleicht nicht, aber anbieten auf jeden Fall. Na, zack, hier machen wir zu. Da, 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 da. Hier noch so eine Reihe. Erde davor. Ja. Das gefällt. Das gefällt. Sehr schön. So, dann haben wir auch gleich die Materialien griffbereit, um den Stützpfeiler zu bauen. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Werden wir aber dann nachher sehen. Zack, zack. Und hier wird es schon wieder dunkel, aber ich denke mal den ersten Pfeiler. Kriege ich. Wow. Muss ich mich sputen? Na, das wird jetzt etwas komplizierter hier oben. Egal, das ziehen wir durch. So. So, und da geht dann der Pfeiler runter. Zack, zack. Zack, zack, zack. Na, einen können wir noch. Na, dann kommt hier der erste Fackelkranz ran. Zack, zack. Zack, und zackadack. Und ist ja fast so hoch, da könnte man gleich einen zweiten Fackelkranz ransetzen. Das mache ich mal. Ups. Söderle, Söderle. Ups. Versehentlich den Nebel umgeschaltet, macht auch nichts. Und Söderle und zack, zack. Zack, zack und wow, mächtig du, das ist das hier schon geworden. Zack und huibu, hinein ins Bettchen. So, dann können wir nämlich die Strecke schön von oben weiterbauen. Zack, 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 zack und hua, nichts passiert. Wir verbringen hier sicher die Nacht. So, ich glaube, ich habe schon wieder mehr als eine halbe Stunde drauf, soll aber erstmal nicht stören. Ja, was renne ich hier eigentlich raus? Ich muss doch eh umgehen. Beziehungsweise eigentlich am anderen Ende jetzt weitermachen, weil ich ja die Höhe erwischen muss. Deswegen bin ich rausgerannt. Ach Leute, das Alter, es wird nicht einfacher. Merkt euch das mal gleich. Das steht euch fast allen ja noch bevor. Ach ja, fällt mir ein. Herzlichen Glückwunsch und Daumen drücken an Minenarbeit. Der steht ja auch ja, kurz vor den 1000 Abos. Ja, da drücke ich ihm ganz herzlich die Daumen und ja, viel Erfolg habe ich ihm eigentlich immer schon gewünscht. Ja, finde ich auch, hat er verdient. Ja, dann sind ja auch etwas andere Minecraft-Videos, die er da macht, kein normales Let's Play, auch mit seinem eigenen Stil und allem drum und dran. Und da. So hat er das doch verdient. So, ich will hier noch ein Stück geradeaus raus, dann diagonal gehen und dann sehe ich zu, dass ich da auf Höhe komme. Das sollten wir jetzt relativ schnell hinkriegen. Ihr habt das ja schon mehrfach erlebt, dass das hier recht fix geht, die Minecart-Strecken oberirdisch zu bauen. So, und jawohl, jetzt bin ich hier so weit, dass ich diagonal gehen kann. Na,
So, zack, 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 zack. Zack, Scheibenkohl. Da kann ich mir noch gleich hier eine Scheibe abschneiden. Die vernaschen und zack, da haben wir noch Cobblestone. Ja, das sieht aber soweit schon ganz gut aus. Ich muss noch ein ganzes Stück diagonal rüber. Ach nee, aber ich hab ja wieder mal die Fallsucht. Das ist ja nicht mehr feierlich. So, hüppeli hüpf, hüppeli hüpf, 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 Känguru-mäßig, Ding Dang Dong. So, wupp, und hier wieder. Autsch. Ja, bisschen Knie verstaucht. Eine gewisse Härte gegen sich selbst muss einfach sein in diesem Spiel. Jetzt wäre ich ja fast schon wieder runtergeplumpst. Also. So. No, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Ja, ich muss mal wirklich sehen, wie das wird und was das wird mit der 150. Folge. Da einen Überblick einmal über die gesamte bisherige Staffel zu geben. Das ist natürlich ein Mammutunternehmen. Das wird ja auch erstmal eine Mammutdiagonale. Aber schauen wir mal, wie das hingeht. Da haben wir noch einen. So, und jetzt bin ich hier. Bin ich jetzt hier genau auf Linie? Schauen wir mal. Oder bin ich hier auf Linie? Ne, ich bin hier auf Linie schon. Haha, der kann also weg. So, ich werde vor der Steigung hier auf jeden Fall noch einen kleinen Booster brauchen. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Setzen wir uns die mal hin. So, und dann mal schauen, ob ich jetzt hier. Oh, das sieht aber gut aus, dass ich da mit der Höhe hinkomme. Ach, Leute, das passt ja unter Umständen wie maßgeschneidert, als wenn ich einen Plan gehabt hätte. So, und dann haben wir hier auch die Höhe. Ach, da hatten wir sogar noch Reserve gehabt. Der Schwung da sollte aber ausreichen, dass man hier dann hochkommt. Haha, zack, und die Lücke ist geschlossen mit dem letzten Cobblestone. Halleluja. Epic. Juhu, Leute. So, ich ja, werde jetzt hier einfach noch offscreen die Gleise legen, Booster einbauen und so weiter. Das kennt ihr ja dann schon alles. Und dann ist auch diese Strecke betriebsbereit. Geil. Ich freue mich. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja. Ja, macht ruhig Werbung für die 150. Folge. Da gibt es also mehr als einmal was Besonderes. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, beziehungsweise hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, atschimidö.